Oh, da ist die letzte Truhe. Wir haben es überstanden. Erleichterung pur. Schade nur, dass ich keine Energie kriege, aber ich habe noch eine Lebensflasche. Oder wäre ich noch irgendwie aufgefüllt? Nein, natürlich nicht. Es gibt keinen Power-Up. Nichts mehr. Und jetzt rüstet sich Pit die ganzen Ausrüstung aus und das ist nicht übersetzt worden. Pit rüstet sich selbst mit den drei Schätzen aus. Ja, jetzt sind wir bereit. Durch den Palast oder zum Palast, wo sich die gute Palutena gefangen hält. Durch Medusa fliegen wir jetzt auf jeden Fall durch. Mit den Schätzen, die wir jetzt geöffnet haben, haben wir eine mächtige, ja, ein mächtiges Flug, nein, eine mächtige Rüstung erhalten. Ja, ihr seht schon, wir haben ein Schild, einen mächtigen Pfeil und Flügel erhalten. Ja, die wir sozusagen brauchen, um überhaupt durch dieses Level hier fliegen zu können. Ach ja, mit diesen Upgrades ist es auch schon teuer und ich kann euch jetzt schon mal sagen, das ist das allerletzte Level dieses Spiels, was wir bewältigen müssen. Und deswegen, wirklich schwer ist es eigentlich nicht. Das Einzige, was hier schwer werden könnte... Warum wurden mir eigentlich die Leben aufgefüllt? Naja, Gott sei Dank, denn... diese geteilte Monster ist fies. Wenn die Leben hier nicht aufgefüllt werden wollen, dann hätte ich ein Problem. Aber wie gesagt, wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zum Tempel der Gottheit. Palutena, die ja von Medusa gefangen wurde. Naja, mit diesen Schätzen, die wir jetzt geöffnet haben, dadurch, dass wir alle drei gesammelt haben, können wir sie auch vernichten, weil vorher wäre Pit zu schwach gewesen. Und wir können ja auch einfach durch alle Mauern fliegen. Ich habe erst gedacht, das wäre Hindernisse und hatte auch dementsprechend Angst auf dem NES, wirklich da durchzufliegen und bin hier einfach mal immer so rumgeflogen. So, ja, ich habe irgendwie gedacht, da könnte was passieren. So im Falle wie bei Parodius oder Gradius, wenn man gegen eine Mauer fliegt, dass man dann stirbt oder so, aber von wegen. Wir können hier wirklich ganz genüsslich durchfliegen und unsere Pfeile verschießen und schön rumfliegen. Und brauchen einfach nur in die Richtung drücken. Ja, es ist mein kleines Entspannungslevel, finde ich. Die Flasche habe ich auch noch. Und, naja, zwei Waffen habe ich, sehe ich gerade. Habe ich etwa den Bogen gekauft, oder? Egal. Auf jeden Fall, die Waffen, die ich gekriegt habe, brauche ich sowieso in diesem letzten Level nicht. Die sind eigentlich für die normalen Level gut, um sich das Spiel etwas einfacher zu machen. Wenn man sie dementsprechend nutzen würde. Leider wurde mir einmal die Waffe geklaut in der zweiten Welt von den Dieben. Das, was ich auch ein bisschen mies fand und sehr hinterhältig. Egal, Leute. Wir fliegen jetzt hier genüsslich durch und haben es bald geschafft hier. Die Welt zu retten. Komm, Pit, wir haben es bald geschafft. Flieg, flieg geschwind und lass dich von diesem verdammten Gegner nicht erwischen. Ah, so viel dazu. Es ist nicht unbedingt einfach, hier verdammt vernünftig auszuweichen und... Autsch. Egal. Wir haben es bald geschafft, wir haben es bald geschafft, wir haben es bald geschafft, wir haben es bald geschafft. Okay. Naja. Was soll ich jetzt noch großartig sagen? Wir sind kurz vor dem Ende des Spiels. Ich weiß gar nicht mehr, was ich euch noch erzählen könnte. Naja. Ich muss jetzt auf jeden Fall nicht wirklich konzentrieren hier in diesem Flugabschnitt. Das Einzige, was mir passieren kann, ist, dass ich von den Gegnern hier noch getroffen werde. Und möglicherweise noch Probleme beim letzten Boss haben könnte, wobei, naja, erstmal muss ich da ja hinkommen und weit ist es eigentlich nicht mehr. Nein, wir werden gleich dem Boss gegenübertreten und ich freue mich schon, es dann überstanden zu haben. Komm her, Geist. Es ist bald geschafft, es ist bald geschafft. Palutena, wir werden dich befreien von deinen Qualen, die Medusa dir angetan hat. Ja, wir können nicht zulassen, dass das Böse hier ein, ja, in dieser Welt gewinnen kann und möglicherweise Herrscher über die Welt wird. Oder so? Naja. Wie auch immer, diese schwachen Geister hier, die sind auch noch ziemlich angenehm zu besiegen. Die halten ja auch nicht wirklich viel aus und... Ja, schon, die Musik ändert sich. Wir sind da, wir sind da, wir sind... Wir treten jetzt Medusa gegenüber. Ja, Leute, das ist Medusa. Glaubt es oder glaubt es nicht, aber... Irgendwie gab es hier doch einen kleinen Trick in diesem Spiel. Ei, dass man hier diesen Laserschüssen oder überhaupt, ja, irgendwie diesen Boss ohne große Probleme, ich glaube, ich habe den Punkt gefunden, besiegen kann. Und hier sozusagen nicht sterben kann. Wenn das jetzt so weitergeht, dann ist dieser Boss Geschichte. Also das finde ich eigentlich ein verdammt leichter Boss. Weil ihr seht schon, mit diesen Laserstrahlen kann Medusa mich wirklich gar nicht treffen. Und das Einzige, was ich jetzt tun muss, ist auf ihr Auge zu schießen, um sie zu besiegen. Ja, Medusa, du hast verschissen. Ich habe sowieso noch eine Lebensflasche. Also wenn ich da an den letzten Boss aus Kitty Chaos 2 denke, auf Mist and Monsters, der hatte es wesentlich in sich. Aber gut,
Es ist die NES-Zeit und, naja. Da ist Medusa wirklich und sie ist besiegt! Sie war in ein Auge eingesperrt und sie ist vernichtet! Das hat irgendwie was von Mother Brain, aber was meint ihr? Palutena! Danke, Pit! Das ist alles, was du zu sagen hast? Das hätten sie eigentlich auch übersetzen können. Wow, was ist das denn? Jetzt bekommt er einfach meinen Hut aufgesetzt. Okay. Wie auch immer. Ist er jetzt kein Engel mehr, oder was? Naja. Das war's auf jeden Fall. Medusa ist zerstört und das Friedenslicht. Das haben sie wieder übersetzt. Natürlich. Das sind so schwache Übersetzer. Ja. Somit haben wir den Frieden im Himmel vollbracht und ja, das war Kid Icarus, Leute. Das war ein, ja, relativ kurzes Let's Play und ich fand's gut, dass ich einigermaßen schnell durchgekriegt habe und ich hatte meinen Spaß bei diesem kurzen Let's Play. Wie gesagt, ich werde es direkt an einem Wochenende zweitägig hochladen, sozusagen dieser Teil wird Sonntag hochgeladen. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt gefallen, also ich finde auf jeden Fall, dass dieses Spiel schon sehr schön ist. Die Grafik zur NES-Zeit ist schon, ja, sagen wir mal, befriedigend. Also, es gibt schon NES-Spiele, die schon weitaus besser waren, aber es ist schon in Ordnung. Und der Sound dieses Spiels, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir auf jeden Fall besser als der des... Ist aber, ich sehe gerade derselbe Produzent, der tatsächlich den Gameboy erschaffen hat und das Spiel. Den zweiten Kid Icarus-Teil. Gunpei Yokoi, wie der Gute heißt. Aber gut. Das war das Spiel und, naja. Der Soundtrack, wie gesagt, gefällt mir besser als der vom Gameboy. Ich habe den Gameboy-Teil auch noch als Let's Play gemacht, falls ihr euch den auch noch ansehen wollt. Ja, eine Playlist gibt's dazu. Zum Gameplay des Spiels, also, spielen lässt sich das Spiel natürlich, wie gesagt, verdammt einfach. Das lässt sich so ziemlich jedes Spiel zu der Zeit, weil man braucht ja nicht viele Knöpfe, nur den Steuerkreuz A und B. Und na gut, im Tempel muss man natürlich darauf kommen, erstmal da die Hämmer einsetzen zu können mit Select. Aber sonst ist das relativ leicht zu lernen und lässt sich auf jeden Fall gut spielen. Das Einzige, was halt sehr schwer bei diesem Spiel ist, die erste Welt zu bestehen, vernünftig. Mit so ein bisschen Energie, die man ja am Anfang hatte. Und dann auch noch das Problem bestand bei diesem Spiel wirklich, dass man nicht mehr runterfallen durfte. Ja, die damalige NES-Zeit war wirklich schwer, aber es ist eine schöne Zeit gewesen und ich vermisse irgendwie die damalige Zeit. Bin ich ganz ehrlich, die damalige Spielezeit gefiel mir wirklich am besten. Ich will sie wieder zurückhaben. Ich will wieder in die damalige schöne Zeit, wo es wirklich noch so Retro-Spiele à la 2D-Jump-Runs gab. Auch wenn es tolle 3D-Spiele gibt, aber irgendwie fühle ich mich bei den Retro-Spielen noch teilweise viel wohler und die spiele ich irgendwie noch viel lieber. Weiß auch nicht wieso. Wahrscheinlich, weil ich damit so halt einfach aufgewachsen bin und, ja, das halt so gewohnt bin. Ja, bei mir fing ja alles mit dem Gameboy an und danach kam auch schon der NES. Und, ja, dementsprechend kam halt alles nach und nach. Und, ja, auf jeden Fall ein relativ kurzes Spiel, was ich wirklich relativ schnell durchgespielt habe. Überraschenderweise doch etwas schneller, wie ich eigentlich vermutet habe. Naja, was soll's, Leute. Ich hab's, wie gesagt, hingekriegt und hatte Gott sei Dank nicht so viele Probleme, wie ich eigentlich auch erwartet hatte. Oder sowieso, habe ich sowieso meine größten Probleme vermutet schon in der ersten Welt. Wo man ja wirklich schon sehr übel anfängt. Naja. Ich habe es ja Gott sei Dank hingekriegt und naja. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch ja dieses Spiel auch etwas näher bringen. Hattet Spaß beim Zuschauen soweit bei diesem kurzen Spiel, welches ich allerdings extrem viel hochladen werde. Okay, aber nächstes Wochenende kann ich euch vergewissern, ja, wird das Projekt, je nachdem wie ich mich anstellen werde, nicht ganz so extrem viel sein. Das werden weniger Videos, als Kid Icarus jetzt gebraucht hat. Sowieso frage ich mich, wie Kid Icarus bei euch ankommen wird. Also, wie gut das angeguckt wird. Bin ich ja echt gespannt. Na gut. Dann denke ich mal, habe ich soweit alles gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr schaut weiterhin rein bei meinen Let's Plays, die noch ausstehen werden. Und naja, ich hoffe, ihr bleibt dran und habt noch weiterhin Spaß bei meinen Retro-Let's Plays. Und naja, ich sollte nicht weiter drumherum reden. Ich werde mich jetzt verabschieden und naja,
Ihr seht sowieso nur noch das Endbildschirm, wenn ich jetzt Start drücken würde, kann ich euch schon mal vergewissern, mache ich auch kurz. Würden wir direkt bei Level 1 wieder starten, aber nein, das mache ich nicht. Auch wenn ich dadurch die Upgrades wieder hätte. Okay, Leute, dann war's das mit Kid Icarus fürs NES. Und wir sehen uns bei meinen kommenden Let's Plays, laufenden Let's Plays oder wie auch immer. Naja, wir werden's ja sehen, Leute. Bis zum anderen Let's Play oder wie auch immer. Bis dahin, auf Wiedersehen, denn DJ KR strikes back! Da-di-da-di-da. Ja, ja, ja. Und zum Abschluss noch einmal fort geht's. Das war's.